Willkommen zurück zum Let's Play Deus Ex Human Revolution. Wir sind hier auf dem Weg zu unserem Apartment, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht. Doch, doch, müsste das Apartment sein von uns. Jedenfalls haben wir das letzte Mal ach, wie heißt er? Den Assistenten von Taggart gefunden. Ihn davon überzeugt, keinen Selbstmord zu begehen, auch wenn es zwischendurch zeitig so aussah, dass der Zoppe das machen würde. Mitfühlend ist dann doch nicht immer die richtige Schiene. Und ja, wir wissen jetzt mittlerweile, dass die Implantate nicht vollständig hier entfernt worden sind, sondern einfach nur die Frequenz geändert worden ist. Dass sie halt immer noch senden, nur auf einer sehr tiefen Frequenz, wo die ganzen Leute halt nicht danach suchen. Das ist ja interessant. Ja, müssen wir mal gucken, wo die dann jetzt sind. Von wo, also wo dann die Frequenz zu finden ist. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Heliplatz. Ach so, andere Seite. Manchmal irritiert die Zielanzeige. Einen sehr. So, jetzt ist der Satz beendet. Ich habe eben gedacht, hä, irgendwie stimmt da was nicht. Was für ein Timing! Genau wenn wir ankommen, kommt der Heli an. Durch andere Seite? Nee, geht doch so. Ja, jetzt. Gute Detektivarbeit, Jensen. Zurück zur Zentrale. Bereit. Ja, hoffentlich hat Richard diese Frequenz gefunden. Sie sagen es. Hätte ich doch zu Fuß laufen können. Ich habe eine Nachricht für Sie, Jensen. Von Pritchard. Er sagt, dass er nicht im Büro ist. Toll. Und was genau soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, Sie sollen sich beim Boss melden. Ich will mich aber nicht beim Boss melden. Ich werde aber nur mal in meinem Büro gucken. Ist das direkt hier? Ich weiß es nie. Ich weiß nie, wo mein Büro ist. Ich weiß, das ist so ein Eck. Nee, das ist es, oder? Das da? Ich will nur gucken, ob da jemand drin ist. Weil manchmal ist ja jemand drin, ne? Okay, scheint nicht so. Kann ich gerade so mitleben. Okay, beim Boss melden. Kann ich doch den hier verwenden. Muss doch nicht den da unten. Oder? Ja, eigentlich ist das doch wurscht. Sheriff? David ist gerade kurz weg, Mr. Jensen. Aber kommen Sie doch rein. Ich hatte gehofft, Sie endlich kennenzulernen. Mr. Darrow, ich bin überrascht, dass Sie wissen, wer ich bin. David spricht in den höchsten Tönen von Ihnen. Er sagt, Sie sind bei der Detektivarbeit wie ein Hund mit einem Knochen. Haben Sie Ihre Wissenschaftler schon gefunden? Was hat er Ihnen noch erzählt? Im Laufe der Jahre? Sehr viel. Heute bin ich aber als Freund und Wissenschaftlerkollege hier. Es wird da draußen ziemlich turbulent, finden Sie nicht auch? So viele Leute berauscht von der Revolution. Die Vereinten Nationen werden gedrängt einzugreifen. Und das alles nur wegen meiner Technologie. Seit damals haben sich die Dinge verändert. Ja, nicht wahr? Und mein alter Freund David möchte jetzt, dass ich uns ins gelobte Land führe. Er hat mich gebeten, UN-Vertreter nach Banshire einzuladen, um sie zu überzeugen, dass eine Regulierung der Industrie unnötig ist. Ihr Geoengineering-Projekt im Arktischen Ozean?
Die Anlage hätte ohne die Hilfe augmentierter Arbeiter niemals errichtet werden können. Und wenn sie fertig ist, wird mein kleines Loch im Meer die globale Erwärmung stoppen. Ein perfektes Vorzeigeobjekt, finden Sie nicht? Wenn's funktioniert? Sie meinen, wenn es uns nicht alle umbringt. Adam? Sie sind zurück. Kann ich Sie draußen sprechen? Gehen Sie zum Helipad. Sie fliegen zurück nach Hengshan. Frank hat eines der GPLs aufgespürt. Nur eines ist es... Sevchenkos. Aber Adam, wir mussten dafür einen Gefallen beim Verteidigungsministerium einfordern. Was bedeutet, dass die Verschwörer vermutlich wissen, dass ich komme? Na, wenn das mal nicht toll ist. Ist immer gut, wenn... Es ist immer gut, wenn die Feinde wissen, dass ich komme, um ihnen den Hintern zu versohlen. Und ja. Benutzen. Ach stimmt, ich kann im Fahrstuhl ja gar nicht springen. So, jetzt geht's ja wieder nach Hengsha. Stimmt, ja, wir sind ja zweimal, glaube ich, dort. Das eine Mal halt ganz am Anfang, wo wir uns frei bewegen können. Und das zweite Mal sind wir schon eingeschränkter, beziehungsweise brauchen uns ja gar nicht mehr so arg da rumbewegen und so. Weil wir ja schon alles erkundet hatten. Obwohl ich immer noch in Erinnerung hatte, dass da noch irgendwie eine Nebenmission auf jeden Fall noch war. Obwohl, ich glaube, sogar noch mehr. Vielleicht kommen die jetzt, ja. Der Boss sagt, wir fliegen wieder nach Hengsha. Pritchard hat Sevchenkos GPL-Signal geortet. Wenn er lebt, gibt's eine Chance, dass die anderen auch noch leben. Aber keine besonders große, Jensen. Wir arbeiten schon die ganze Zeit mit minimalen Chancen. Wie Sie meinen. Kann's losgehen? Bereit. Was du heute kannst besorgen. Aufbruch. Dann springen Sie rein. Spyboy. Die Flugsicherung von Hengsha hat eben unsere Freigabe widerrufen. Wir werden umgeleitet. Das gefällt mir nicht. Ignorieren können sie die wohl nicht einfach. Tolle Idee. Die chinesische Regierung. Ich muss mich fügen. Bravo Echo Echo 008. Fliege zu vorgegebenen Koordinaten. Scheiße! Wir haben eine Bodenluftrakete am Arsch! Malik, wir haben Besuch. Ich weiß, aber der oh Vogel wurde beschädigt. Gott! Ich muss ihn flicken, bevor es wieder losgehen kann. Nein, das ist die Stelle. Negativ. Sie müssen hier weg und Dr. Sevchenko finden. Ich schaff das schon. Sie sitzen auf dem Präsentierteller. Oh, fuck! Aber das ist Ihre beste Chance, unbemerkt zu entkommen. Und das wissen Sie. Also verschwinden Sie, Jensen. Oh, fuck! Scheiße, das war die Stelle. Oh, ist die übelst scheiße. Ich weiß nämlich nicht, wie ich nochmal abhaue hier. Oh, da sind Energieriegel. Kann ich mitnehmen. Zumindest einen. Hinten ist noch einer. Hier unten war auch noch einer.
Auch noch so einer. Oh oh. Ah, da ist noch einer. Ah, 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 ah. Wow, wie hat denn der sich durch die Wand gebackt, jetzt ehrlich? Wo ist er da? Du, Gasgranaten machen mir nichts. So. Oh, der hat auch noch so eine Gasgranate. Ja, ich weiß, dass ich noch hier bin. Ja. Es klang nicht so schön, was mit Malik passiert ist. Und anscheinend ist sie tot. Das ist noch weniger schön. Gar nicht schön. Malik war mal so toll. Wow, da war irgendwer. Ach, da oben. Ah nee, ich wollte doch gar nicht die Waffe nehmen. Ah, da sind auch noch so, Dings. Ach, das. Wo ist er hin? Zeig dich! Wo seid ihr? Ihr seid irgendwo oben. Ach ja, wirf eine Gasgranate. Gasgranaten machen mir nichts. Na, wo ist er? Da. Jetzt. Ist schwer so zu zielen. Warte mal, ich richte mich mal auf. Ah ne, ich bin ja schon, oder? Ich weiß es nicht. Ach, jetzt ist er weg. Okay. Jo, jetzt bin ich jedenfalls aufgerichtet und habe alle erledigt und war ja nicht viel und kann endlich die Gasgranate mitnehmen. Oh. Nein. So, das mache ich auch mal. Ist halt immer praktisch, wenn man die erwischt. Weil große Explosion, alle tot. Ach, hier sind die hoch. Ich würde die noch oben ausrauben. Wo waren sie denn? Hier. Ach ja, hier sind sie. Jetzt kommen nämlich wieder so diese, die Standard-Dinger. Wieder so zum Einsatz. Hier oben war doch auch einer, oder? Mal davon abgesehen, dass hier Munition ist. Präzisions... Ja, aber das war ja einer mit Lasergewehr und so. Lasergewehr. Boah, Laserpointer. Da liegt auch noch Präzisions... Ach Gott. Ich weiß aber auch echt nicht mehr, was mit Malik war. Ob sie jetzt wirklich tot ist oder ob sie nur so getan hat und sich retten konnte... Keine Ahnung. Ich gehe mal einfach vom Schlimmsten aus. Und das wäre echt übelst scheiße. Ich wollte gerade sagen, wo sind wir eigentlich? Ach stimmt, in Hengscha. In Hengscha. Hengscha. Oh mein Gott, geht das langsam. Jensen, ich überwache den Funkverkehr von Hengsha. Bell Tower sucht sie. Mit allen Mitteln. Die Schweine haben uns überrascht, Pritchard. Malik hat's nicht geschafft. Oh Gott, ich weiß, dass sie sich jetzt rächen wollen, aber wenn sie gesehen werden, wenn sie erkannt werden, sie sollten ihnen besser aus dem Weg gehen.
Oh ja, das sollten wir wirklich besser. Deswegen stecke ich die Waffe jetzt einfach mal ein. Das ist nämlich jetzt die Situation, wo es richtig scheiße wird, sich zu bewegen, weil einfach die ganze Polizei auf einen, also nicht mehr so ganz freundlich gesonnen ist. Warte, ich werde, oh, ich werde einfach nochmal hier an der Stelle speichern. Und ich muss mal kurz nachgucken, wie viel Zeit wir haben. Aber jetzt weiß ich wenigstens wieder, dass genau in dieser Situation wir noch eine Nebenmission kriegen werden, die eigentlich ganz cool ist. Etwas verzwickt, da werde ich wahrscheinlich einen längeren Anlauf brauchen. Beziehungsweise nach jeder Kleinigkeit speichern. Aber das lohnt sich, wenn ich mich recht erinnere. Aber mal sehen. Das aber sehen wir aber erst alles im nächsten Part mit ganz vielen Abers. Bis dahin, tschüss, eure Tai.